Ja, also die Aussichten aufs Wochenendspiel stehen sehr gut. Haben jetzt natürlich sehr, sehr viel Selbstvertrauen im Rücken. Aber nichtsdestotrotz erwartet uns in Lemgo ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Gerade zu Hause ist, glaube ich, Lemgo ja, die Saison ja, so ein bisschen auf jeden Fall so eine Macht. Haben sich in den Auswärtsspielen ein bisschen schwer getan, aber ja, zu Hause ist das da dann doch nochmal was anderes. Deswegen müssen wir da ja, auf jeden Fall 100% geben, um da Punkte mitzunehmen. Ja, unsere Stimmung ist super zurzeit. Also klar, erstes Spiel war jetzt nicht optimal gelaufen und danach hatten wir auch noch so zwei Spiele, wo wir ein bisschen zu uns finden mussten. Aber jetzt das letzte Spiel in Kiel war super, hat auch viel fürs Selbstvertrauen natürlich dazu beigetragen. Und ja, jetzt gehen wir voll motiviert ins nächste Spiel gegen Lemgo rein. Wir wissen, dass es eine harte Aufgabe wird, weil Lemgo sehr heimstark ist. Haben sie auch gezeigt gegen Leipzig, wo wir da zu Hause gewinnen. Und ja, müssen unser Bestes abrufen, damit wir da zwei Punkte mit nach Hause nehmen. Voll motiviert sind wir auf jeden Fall bis in die Haarspitzen gegen Lemgo, weil alle wissen, dass es halt ein ja, schweres Spiel werden wird auf jeden Fall, weil die Zuschauer stehen dort wie eine achter Mann hinter der Mannschaft und so wie wir es jetzt auch gegen Kiel hatten bei uns zu Hause, wird eine heißblütige Stimmung werden, wird bestimmt auch ein hart umkämpftes Spiel werden natürlich und ich hoffe, dass wir dann das bessere Ende bei uns haben. Am 21.09. spielen wir wieder zu Hause gegen Flensburg. Ich hoffe natürlich, dass wir so eine ähnliche Stimmung hinbekommen wie im Kiel-Spiel. Das war auf jeden Fall richtig geil und ja, wir werden auch wieder alles in die Waagschale werfen und wollen dann das nächste Spitzenteam zu Hause schlagen. Wir brauchen jede klatschende Hand als Unterstützung und dann werden wir zusammen das Ding rocken. Also, ich freue mich auf euch.